Ja, hallo Leute, jetzt bin ich's nochmal. Jetzt ziehe ich mal eben mal die Brille an. Und zwar, nee, die ist beschlagen. Ich habe leider war das erste Video, das war eigentlich 10 Minuten, fast 10 Minuten lang und irgendwie ließen sich die letzten 3 Minuten nicht hochladen. Und deswegen habe ich, ist was verloren gegangen und zwar, also der letzte Teil, ist ja klar. Und da geht es ja darüber, dass ich ja immer von Michael fordere, dass er seine Sachen mal zeigen sollte, seine Steuererklärung und seinen Gewerbeschein. Und er sagt, er hat's ja gezeigt im Video und wir wissen alle, was er gezeigt hat, nichts Halbes und nichts Ganzes, halt die Hand drüber gehalten oder was geschwärzt oder ja, einfach das Wichtigste ist nicht, es war irgendein Stück Scheiße. Ja. Weil eins ist klar, Michael ist der erste Mensch, wenn irgendwas positiv ist, zeigt er das halt. Also wenn der wohl gestanden würde, wäre er spanischer Gewerbeschein oder deutscher Gewerbeschein oder irgendwas für so und so, hätte er das gezeigt halt, ja. Und Steuererklärung natürlich auch nicht, hätte er sonst auch gezeigt, oder zumindest das Wichtigste. Und allein um mir Kontra zu geben. Und jetzt sagt er, ich soll doch mal meinen Führerschein zeigen, wenn ich einen habe. Ja. Und letztendlich ist das ja nicht das Gleiche. Ich meine, Michael weiß das, ich habe doch schon mal drüber geredet. Das ist einfach nur ja, stark narzisstisch, Verwirrung zu stiften und mich irgendwie Kontra zu geben, um von sich abzulenken. Weil es ist ja so, ich bin ja Privatier oder wie ja einige behaupten, Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeld heißt das ja jetzt. Und Empfänger, da spielt es ja keine Rolle, ob man einen Führerschein hat oder nicht. Ja. Selbst wenn ich irgendwo Angestellter bin, wo ich nicht Auto fahren muss, spielt das keine Rolle. Und ja, wie gesagt, und vielleicht, oder ich bin vielleicht, es kann ja gut sein, dass ich Klomann bin, ja, also, weil ich bin ja gerne von der Toilette und dass ich da halt meine Sachen verdiene und eine schöne Toilette führe irgendwo, das spielt es auch keine Rolle, ob ich einen Führerschein habe oder nicht. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass ja bei mir auch nicht der Verdacht irgendwie besteht. Also es wäre ungefähr so, um das zu vergleichen mit Michael, wenn ich jetzt hier einen Fahrdienst hätte, den ich öffentlich bewerbe im Internet, ja, zum Beispiel. Und der Verdacht würde bestehen, auch noch, dass ich keinen Führerschein habe, dann wäre das berechtigt. Dann hätte er könnte sagen, fang du als Erster an oder gib mal einen drauf. Wobei seine Sache war ja nichts. Ja. Aber gut, da hätte ich als Erster anfangen können. Ja. Wäre trotzdem von ihm nicht zu kommen, weil das ist eine andere Sache. Und bei Michael ist ja anders. Er macht ja als MPU-Berater und als EU-Führerscheinvermittler macht er ja Werbung, ne, im Internet. Ja. Das ist halt der feine oder der große Unterschied. Aber das ist typisch Michael halt, ja. Genau. Und genau, also wie gesagt, ich bin ja Privatier oder Hartz-IV-Empfänger oder Klomann. Ja, und da spielt es keine Rolle, ob ich einen Führerschein habe. Ja, ich überhaupt nicht. Und deshalb brauche ich euch das auch nicht zu zeigen. Ja, das ist einfach der Unterschied. Ja, genau. Und genau, und jetzt war das so, da wäre eigentlich das Video jetzt geendet, sozusagen. Das war das, was das Ende war. Und jetzt ist mir aber noch ein bisschen was gekommen, weil den ersten Teil hat der aus dem Südwesten da. Ja. Dieser Gehirnamputierte da gut mit Kommentaren zugekleckst. Und jetzt habe ich mir gedacht, machst du noch was über ihn? Weil ich wollte eigentlich nicht mehr. Ich weiß, ich habe schon öfters gesagt, dass ich mit ihm nichts mehr habe. Habe ich dann immer wieder. Aber jetzt habe ich wirklich die Schnauze voll. Ich habe, werdet ihr auch gleich sehen, kann es euch das beweisen. Gut, hatte ich aber auch schon mal, aber ist ja was anderes. Und ja, also ich habe noch nie so eine Flitzpiepe, so eine Null, so eine wirkliche Super-Null, die gibt es ja öfters. Ich will ja auch, bin ja auch hier nicht großartig, aber der auch noch so böse und verlogen ist, also das gleiche Niveau wie der, oder fast wie der Michael, ein bisschen anders konzipiert sozusagen, aber genau, lügt, wenn er die Fresse aufmacht, ja, wirklich lügt, wenn er die Fresse aufmacht. Also zum Beispiel Beispiel war irgendwas über Führerschein, wenn der Andreas mal einen Führerschein hat oder alles Mögliche, da wird man Rechtsanwalt gegen vorgehen, aber ich meine es ja nicht böse. Das ist so krass, so, nur so Sachen, so, also irgendwie versucht er noch den guten Menschen auszuhängen. Aber so ganze Sachen einfach
einfach lügt on Tour halt, ja. Und wirklich so einfach ein ja, das ist einfach nur ganz krass. Und das Beste ist ja das, dass er mich und Andreas bezeichnet als Cybermobber. Ja, und aber es ist ja so, gut, er macht keine Videos, muss man lassen, aber ihr wisst ja, wie er kommentiert. Ihr könnt die Kommentare unter dem ersten Video jetzt mal anschauen, ja, also in dem ersten Teil des Videos, was er da macht, was er da treibt. Das sagt auch alles über seine Persönlichkeit. Also das wird jeder Mensch, der über ein gewisses Niveau verfügt, um ein bisschen sich mit dem Inhalt hier auskennt, gleich sehen. Ja. Was für eine Kanalratte er ist, ja, und was für eine, und wenn er seine schwäbische Klappe aufmacht, also wie gesagt, oder wenn er schwätzt, sagt man ja da, ja, und dann kommt nur Scheiße raus, ja, nur ausgekotzte Maultaschen, ne, die, was weiß ich, wo das Fleisch schlecht war. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben, scheiße ADHS, Moment, ich muss kurz überlegen. Ja, wie gesagt, es ging um dieses Cybermobbing, also ihr wisst, wie viele Kommentare der schreibt in Videos, und ich hatte ja auch, ich hatte regen WhatsApp-Austausch auch mit ihm. Hin und wieder habe ich ihn geblockt, aber normalerweise war das schon so, dass wir geschrieben haben. Und da war der Schnitt so, wenn man das alles so, jetzt ist es ja auch mittlerweile 2 Jahre oder ein Dreiviertel, dass er so im Schnitt 5 WhatsApp geschrieben hat, nicht eine. Ja. Hin und wieder war es auch so, da hatten wir mehr Austausch, da war es ungefähr ausgeglichen, will ich gar nicht leugnen. Und dann hatte ich auch so Phasen, also wo ich nicht geblockt habe, beim Blocken wäre ja eh nichts gegangen, wo ich wirklich ein paar Tage lang nicht zurückgeschrieben habe und immer wieder kam, was, kam was. Und der Herr Wahl, und der Herr Wahl, und jetzt, und noch ein, und der Herr Wahl. Also nur. Und wie gesagt, er spricht vom Cybermobbing und dann die ganzen Kommentare. Und jetzt ist so, ich habe ihn heute geblockt, weil ich die Schnauze voll hatte. Weil ich schon vor einer Woche, vor genau einer Woche, oder mittlerweile ist es ja, also es war auf eine Woche am 11., da war er noch nicht geblockt, und jetzt ist ja schon genau, und heute war der 18. oder ist jetzt der 19., ist ja, und am 18., also heute habe ich ihn geblockt, aber ich hatte schon am 11. die Schnauze voll und habe nicht mehr reagiert, ja. Und ich habe das jetzt so ein bisschen vorbereitet, ich habe auch etwas verklebt, weil man soll ja seinen Namen nicht lesen können. Und wie gesagt, so Phasen gab es öfters, aber dass er nur geschrieben hat und dann nur. Aber jetzt habe ich mal was da. Also, weil das war sozusagen jetzt die Woche, wo ich nicht mehr reagiert habe, bis die Woche, bis heute, oder gestern Abend, wo ich ihn geblockt habe. Ja, und Moment, ist kurz weg, ich mache mal eine Pause. So, genau da. Also, wie gesagt, ich habe dazugeklebt seinen Namen. Genau, war der 11. Juni, also von einer guten Woche, wenn ihr das so ein bisschen rausziehen könnt, ja, also genau, 11. Juni. Und wie gesagt, ihr wisst ja, das Grüne ist, was man selber schreibt, brauche ich nicht zu sagen, das Dunkle ist, was man empfängt. Und ja, da hat man so, und da war so ein bisschen, da habe ich einen Austausch gehabt, ja, da haben wir uns so gegenseitig eingeschenkt, da hatte ich mal wieder Bock drauf, gut, will ich gar nicht leugnen und sowas. Und dann war aber der 11. Juni, so, das ist dann hier. Und ich glaube, das, oder Moment, genau, das war meine letzte, also Entschuldigung, das war meine letzte, also ich habe mir den Austausch hier gehabt, ja, und das war meine letzte Sprachnachricht an ihm, ja, am 11. Juni. Und jetzt zeige ich euch das, was von 11. Juni bis gestern Abend kam, wo ich ihn, oder gestern Nachmittag, wo ich ihn geblockt habe. Wir haben ja schon den nächsten Tag. Jetzt wollte ich mal zeigen, was da kam. Also wie gesagt, jetzt kurz hier so. Jetzt sieht alles dunkel, alles dunkel. Alles dunkel. Jetzt kommt was Grünes. Da wollte ich eine Sprachnachricht auch nicht an ihn senden, sondern an jemand anders. Habe aber aus seinem Account da benutzt, und da habe ich aber gleich wieder gelöscht. Also das war nicht beabsichtigt, müsst ihr mir glauben. Aber es wäre auch egal. Es geht jetzt weiter. Also ihr seht, ihr seht. Ja. Also ich mache jetzt einfach immer weiter. Ihr seht nur schwarz, also nur Empfang, keine Reaktion von mir. Genau, und jetzt ist es zu Ende. Das ist alles in einer Woche, ja. So Phasen gab es schon öfters, wo ich nicht reagiert habe, aber jetzt seht das mal. Und so einer spricht von Cybermobbing, dass ich ihn cybermobbe, ja. Und die Kommentare könnt ihr euch geben, ja.
Er ist derjenige, der stalkt und cybermobbt, ja. Also gut, er macht keine Videos, aber sonst alles andere halt, ja. Und ja, ein furchtbarer Mensch, ein furchtbarer Mensch. Ja, einfach so. Wie gesagt, es war. Das kann ich jetzt natürlich nicht zu hundertprozentig bestätigen, weil, wobei ich dem Andreas sehr vertraue, aber man sollte ja immer nur das zu 100% sagen, was man den eigenen Augen und Ohren gehört und gesehen hat. Und aber es war ja so, er hat ja die Hilfe angeboten gegen den Michael, also vor gut oder knapp 2 Jahren oder anderthalb, ja, 2 Jahre ist es schon, über 2 Jahre, mein Gott, die Zeit vergeht, dem Andreas zu unterstützen bei der Aufdeckung von EU-Führerscheinbetrügern, also auch gegen den Michael. Und der Andreas hat halt Danken abgelehnt und das hat sein kleines narzisstisches Ego so dermaßen kaputt gemacht und gereizt, dass er nur noch Rache will und nur die ganze Zeit gegen Andreas ist. Wäre das anders gewesen, hätte Andreas sich mit dem, dann würde er gegen den Michael schießen oder was weiß ich halt. Ja. Da ist so, da seht ihr, so, nur, ja, nur. Und am Anfang habe ich ja noch gedacht, ich wollte ja irgendwie da, habe gedacht, okay, der ist ein bisschen hier Bagger, aber den kann man schon überzeugen mit Dingen. Nee, es war alles klar, das wollte er nicht hören. Er wollte das einfach nicht hören, die Argumente. Und man kann sagen, was man will. Und also ist wirklich der Typ, ist die unterste Schublade. Und ja, und ihr seht das ja. Und dann seht ihr auch nicht nur, was er alles schreibt. Ja, also es ist nur Bullkacke. Ja, und nur Bullkacke. Nur Bullkacke. Und ja, auch immer das Gleiche vor allem. Also letztendlich, das schwingt immer so halt. Immer, halt immer nicht das. Ja, aber gut, da ist ja alles schon drüber geredet worden. Ich weiß, ich habe auch gesagt, dass ich ihn nicht mehr bringen möchte und sowas, nicht mehr sagen möchte. Aber jetzt habe ich wirklich, es ist wirklich Ding. Ich habe es ja auch bewiesen, dass man mit der Woche nicht reagiert. Also es mache ich nicht mehr. Das ist so. Und ich blocke ungern. Ja. Weil letztendlich ist Blocken tun nur Arschlöcher. Ja, also bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich kein Arschloch bin, bin ich vielleicht. Ja, genau, das seht ihr. Und so einer, also wirklich. Einfach nur, das ist so richtig. Und alles gelogen. Und wollte mit mir mich, meine Wahrnehmung, also das Gaslighting, wollte mit mir machen, wollte mich die ganze Zeit bearbeiten und eine neue Realität schaffen für mich, dass ich das auch glaube, zumindest unsicher bin in meinen Sachen. Ja, und genau. Wäre ich eventuell sogar ein bisschen geworden, wenn ich nicht das selber erlebt hätte mit Michael. Ja, also ich habe ja auch gewisse Sachen nur in einen Augen und gesehen. Und man kann ja immer irgendwie, wenn man das vom anderen abhängig macht, auch wenn man ihm vertraut, kann man vielleicht denken, irgendwas ist, vielleicht hat er falsch wahrgenommen oder vielleicht belügt er mich da doch oder sowas. Das wäre schon so ein bisschen, aber ich wusste ja, also wie der Michael drauf ist vom eigenen Ohr sehen und sowas. Und da war nur Chance. Aber immer wieder hat er versucht, mich irgendwie umzuschwingen. Ja, der glaubt es auch selber halt. Ja. Also unglaublich, was der für der. Ich habe es kein. Könnt ihr vorlesen, unglaublich. Ja. Also wirklich. Genau. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was die Witzfigur wieder jetzt schreibt. Weil ich habe mir jetzt geblockt. Also dann, ich wünsche euch einen schönen Abend. Okay, ciao, ciao.